Servus, meine lieben Instant-Gaming-Freunde und herzlich willkommen zu den besten, beliebtesten deutschen Spiele und deren Entwickler. Ich bin mal gespannt, wer von euch da draußen alle diese Spiele gekannt hat oder kennt und wer von euch sagt, es gibt noch ein paar mehr Spiele, die man vielleicht sich als deutscher Entwickler oder als deutscher Gamer auf jeden Fall auf die Liste schreiben sollte. Wir schauen jetzt einfach mal in die beliebtesten Titel rein und viel Spaß dabei. Ja, starten wir auch gleich bei wahrscheinlich einem der beliebtesten deutschen Spiele da draußen. Und zwar wäre das die Anno-Reihe. Ich rede heute im Speziellen aber über Anno 1800, weil es meiner Meinung nach einfach der beliebteste Teil der Serie ist. Wenn ihr das natürlich anders seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich persönlich finde, dass Anno 1800 einfach eins der besten Aufbaustrategiespiele ist, die da draußen auf dem Markt sind. Und der deutsche Entwickler, der hinter diesem ganzen Titel steht, ist ja Blue Bytes. Die sitzen in Düsseldorf, haben knapp 300 Mitarbeiter und sind ja mittlerweile unter dem Dach von Ubisoft vereint. Das heißt, die Spiele werden ja immer über Ubisoft released und dadurch natürlich auch mit dem sehr, sehr großen Namen in Verbindung gebracht. Aber dennoch steckt dahinter ein deutsches Entwicklerhaus. Also, ab zum nächsten Titel. Unser nächster Titel ist Far Cry. Und Far Cry ist ja im Hause Crytek entwickelt. Die lieben Entwickler sitzen in Frankfurt. Ich selbst war auch schon mal vor Ort. Durfte allerdings da nicht Far Cry anspielen, sondern ein anderes Spiel, das ich auch auf meiner Liste habe. Aber sie sind ja bekannt durch die Crytek Engine. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals Far Cry das erste Mal auf dem PC gespielt habe und mir gedacht habe, wow, schaut das genial aus. Die Wasseranimationen, einfach genial. Und diese Open World, die Gegner so intelligent reagieren auf meine Sachen, einfach ein absolut genialer Teil. Mittlerweile ja auch verfilmt worden, eher, naja, schlecht als recht. Aber Far Cry ja mittlerweile auch beim sechsten Teil angelangt. Ein absolut deutsches, perfektionistisches Meisterstück meiner Meinung nach und auch sehr, sehr beliebt bei den Fans da draußen. Ja, wie sollte es auch anders sein? Wir knüpfen natürlich gleich mal mit dem nächsten Teil an und zwar mit Crysis. Crysis ja auch unter dem Hause Crytek sozusagen aufgehoben. Auf der Seite muss man natürlich sagen, ist nicht ganz so erfolgreich wie vielleicht eine Far Cry-Reihe, aber hat auch seine Daseinsberechtigung. Und das war das Spiel, das ich damals nämlich anspielen durfte. Ich glaube, es war Crysis 2, wo wir damals sogar vor Ort waren und direkt in Frankfurt das anspielen durften mit Gronkh, mit Pete Smeed, mit Sarazar. Das war wirklich sehr, sehr cool, auch mal diese Leute im Real Life kennenzulernen und da auch dementsprechend dieses Spiel anzuspielen. Für mich bis heute ein wirklich grafisches, bombastisches, naja, Spielerlebnis, auch aus einem deutschen Hause. Wenn man an deutsche Spiele denkt, darf natürlich ein Spiel nicht fehlen, beziehungsweise eine Spielereihe, und das ist der Landwirtschaftssimulator. Der Landwirtschaftssimulator ist natürlich absolut das Deutscheste vom Deutschen. Gestartet in der Reihe mit 2008, das ist der Startschuss gewesen für diese Reihe. Mittlerweile, glaube ich, bei Teil 22, also im Jahr 22 dann sozusagen angekommen, ist es ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel. Nicht nur für Leute, die auf die Landwirtschaft stehen, sondern natürlich auch für den einen oder anderen Hobbybauern da draußen. Das Entwicklerstudio Giant Software ist natürlich unter der deutschen Haube aufgehoben und dahingehend hat es auch sehr, sehr großen Erfolg verzeichnen dürfen. Ich persönlich bin jetzt kein Fan vom Landwirtschaftssimulator, weil es mir persönlich einfach zu langweilig war, aber ich glaube, wenn man mal sagt, man spielt gerne Animal Crossing oder irgendwas in der Art, dann kann natürlich auch so ein Landwirtschaftssimulator extrem beruhigend sein. Das nächste Spiel ist natürlich nicht ganz so aus deutscher Hand, aber ich wollte es trotzdem mit auf die Liste nehmen, weil es so eine deutsch-österreichische Kooperation ist. Und zwar ist es der Bussimulator. Ja, es ist eigentlich ein Entwicklerstudio, Still Alive heißt das Studio. Es ist ein österreichisches Studio, aber wird von Deutschen gepublished und deswegen dachte ich, bringe ich es auch einfach mal auf die Liste, weil es einfach ein Nice-to-Know-Feature an der Stelle ist. Kennt ihr den Bus-Simulator? Habt ihr ihn schon mal gespielt? Schreibt es mir mal in die Kommis.
Oh, 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 meine lieben Freunde, das Spiel, das ist wirklich eins meiner absoluten Favoriten. Nicht unbedingt wegen der total genialen Charaktere, der total genialen Dialoge, nein, einfach weil es ein richtig, richtig geiles Game ist. Die Rede ist von Gothic. Ja, ganz, ganz, ganz simpel erklärt, Piranha Bytes hat mit diesem Ding einfach einen Klassiker geschaffen. Und ich würde mir so sehr wünschen, wenn man das einfach in einem richtig geilen HD-Remake oder 4K-Remake wieder bringen würde. Gothic war für mich der Einstieg in das Rollenspiel-Genre. Wenn ich jetzt Skyrim, solche Spiele anschaue oder The Witcher, dann muss ich ganz ehrlich immer so an die Anfänge von Gothic zurückdenken. Als man da ins alte Lager kam und mit Diego um die Häuser zog. Der zweite und der dritte Teil war dann eher so mau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Gothic hat sich für mich als deutscher Spieler einfach in mein Herz gebrannt. Und es ist und wird auch immer eins der besten Spiele für mich in diesem Genre bleiben. Gestartet sind sie damals 2001, also echt schon einige Jahre auf dem Buckel. Aber Piranha Bytes hat meiner Meinung nach da wirklich einen großen, großen Meilenstein geschaffen. Unsere nächste Spielereihe auf der Liste ist Tropico. Ein sehr, sehr beliebtes Spiel und auch eine sehr, sehr beliebte Spielereihe. Ich glaube, wer nicht weiß, worum es bei Tropico geht, man ist als Diktator auf einer Insel tropischer Natur unterwegs und darf sich um das gesamte Regiment sozusagen kümmern. Man kümmert sich um die Wirtschaft, um Korruption, um alles Mögliche. Aus dem Hause Limbic Entertainment und Realforge Studios haben wir zwei deutsche Entwicklerstudios hier am Markt. Der Publisher mit Calypso Media auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke deutsche Pranke an der Stelle. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mal überlegt, das Spiel läuft auf der Unreal Engine 4 mittlerweile und ist natürlich auch, wenn wir auf Tropico 6 mal gucken, auch im Jahre 2020, 2021 angekommen. Und für mich ist es auch immer noch eins der tollen Spiele, die man immer so gelegenheitsmäßig mal einschmeißen kann, weil es halt einfach Spaß macht, sich als kleiner tropischer Diktator auszuüben. Und für mich persönlich, was immer in Erinnerung bleiben wird, der Tropico Soundtrack. Sehr, sehr genial, macht immer Laune auf Meer und vor allem macht der Laune auf Urlaub. Wenn wir wieder zum Hause Bluebyte zurückkommen, das wir schon relativ am Anfang des Videos hatten, wird dem einen oder anderen vielleicht ein Spiel in den Kopf kommen, dass er das daheim als Brettspiel hat und mit seinen Eltern immer gedaddelt hat. Ich rede von Die Siedler. Ja, mittlerweile sind wir bei Die Siedler von 1993 gestartet, beim siebten Teil angekommen, also Die Siedler 7. Letztmalig erschienen 2010 war das der Fall und ist natürlich eine Wirtschaftssimulation. Ein sehr, sehr geniales Spiel und Bluebyte hat, glaube ich, meiner Meinung nach sich wirklich hier diesen Thron, was diese Spielereien betrifft, einfach verdient. Und wer oder was kennt denn bitte nicht Die Siedler als deutscher Spieler zumindest? Das würde ich gern mal von euch wissen. Jetzt zur Richtung Ende des Videos möchte ich vielleicht noch ein paar Studios im deutschen Raum nennen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, ebenfalls vielleicht auch ein paar Spiele, die nicht jeder vielleicht auf dem Zettel hat. Und zwar ist diesmal auf dem Zettel Through the Darkest of Times. Es ist ein Spiel, das 2020 erschienen ist von Paint Bucket Games. Und ich finde persönlich eine sehr, sehr coole Story und auch eine sehr, sehr coole Erzählweise hat. Also das ist ein Spiel, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Das spielt zu der Zeit des Nationalsozialismus und dort ist man als Widerstandskämpfer unterwegs und findet sich in allerlei Machenschaften wieder. Ich persönlich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, weil es mittlerweile meiner Meinung nach wirklich zu den besten deutschen Spielen gehört. Also wenn ihr es noch nicht auf der Liste habt, bitte mal reinschauen, ist auf jeden Fall einen Blick wert. Unser nächster Titel ist Lords of Fallen. Das Ganze wurde unter einem polnischen Publisher, aber von einem deutschen Entwicklerstudio, und zwar Deck 13, entwickelt. Von denen habe ich vorher eigentlich nicht so viel gehört und muss eigentlich sagen, dass es ein Spiel ist, das, wenn ich so den ersten Blick habe, dafür erinnert mich das sehr, sehr stark an Kratos und seinen Sohnemann, einfach nur vom Feeling und vom Flair her. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante
Schaustellungsweise dieses Spieles. Es handelt sich dabei um ein Action-Rollenspiel, das im Fantasy-Genre unterwegs ist und im Jahre 2014 erschienen ist. Es ist auch ein zweiter Teil angekündigt und der soll hoffentlich bald erscheinen. Teilweise wird dieses Spiel als Dark Souls Light verkauft, aber ich persönlich konnte da noch keinen Blick reinwerfen in dieses Spiel, also kann ich euch relativ wenig darüber berichten. Es ist aber auf jeden Fall ein Spiel, das in diesem Genre sehr, sehr große Beliebtheit hat. Also schaut auf jeden Fall mal rein, wenn das was für euch ist. Ja, meine lieben Freunde, zu guter Letzt habe ich euch das Beste sozusagen aufgehoben. Und zwar das beste Game im Jahre 2020. Die Rede ist von Iron Harvest. Ein deutsches Entwicklerstudio, das in Bremen sitzt mit dem Namen King Art. Es hat wirklich sehr, sehr viele Preise abgeräumt. Und man muss natürlich sagen, wenn man in diesem Genre unterwegs ist, also das heißt Echtzeit-Strategie-Genre, dann ist dieses Spiel auf jeden Fall eins der Top-Kandidaten. Und das deutsche Entwicklerstudio hat hier gezeigt, dass es wirklich möglich ist, sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte in ein Spiel zu packen. Und das Spiel hat wiederum bewiesen, dass es das Zeug zum besten deutschen Spiel hat. So, meine lieben Freunde, das war's an dieser Stelle mit den besten deutschen Spielen. Falls ich welche vergessen habe, gerne nutzt die Kommentarfunktion. Ich bin an der Stelle raus. Euer Basti. Danke fürs Zusehen. Tschaußen!